uns bei der Versteigerung von deinen ganzen tollen Parfumflakons von Uschi Ackermann. Kannst du dich noch erinnern, vor wie vielen Jahren du angefangen hast zu sammeln? Das ist so circa 30 Jahre her, da habe ich angefangen. Und dann hat man mal eine, hat man zwei Flaschen. Und das ist dann nachher wie so eine Sucht. Und vor allen Dingen mein verstorbener Mann, Gerd Käfer, hat mich unheimlich animiert und hat immer gesagt, genier dich nicht, frag, frag. Und dann waren erst so 20, 30 in meinem Büro. Und dann hat er sich schließlich ins Kurhaus in Wiesbaden, ins Käfers Restaurant integriert und hat da einen Salon de Flacon draus gemacht. Und der war bekannt, also wirklich im Rhein-Main-Gebiet. Und die Leute fanden es toll und sind da wahnsinnig gerne essen gegangen und wollten unter den schönen Flaschen sitzen, weil er fand, sehen, riechen, schmecken, das gehört zusammen. Heute werden jetzt hier 100 versteigert und 200 gehen in die Internetauktion. Ja, genau. Und kannst du dich noch erinnern so an die ersten Flaschen? Du hast gerade so was Schönes erzählt von Pavarotti. Ja, ich habe viele Erinnerungen, also da von Jette Joop angefangen bis Georgie auf Beverly Hills. Der kam damals, Fred Heyman, der kam nach Wiesbaden und hat mir die Flasche persönlich geschenkt. Und er hat immer Partys draus gemacht. Klasse. Gerd hatte ja die größten Partys der Welt und hat dann das Duftepartys genommen und das genannt. Und das war ein Traum. Da kamen die Leute von weit und breit und Oder Harley-Davidson-Party. Da hatte Harley-Davidson sich gemietet, geliehen, diese Motorräder. Und dann wurde der Duft präsentiert. Gerd hatte eben die besten Ideen. Klasse. Das muss ich wirklich sagen, ja. Klasse. Und du hast aber auch eine super Idee, und zwar, wo du das Geld hinspendest. 100%. Also weder Herr Ketterer nimmt keinen Cent von der gesamten Geschichte. Der hat die alle geholt aus Wiesbaden und hat die hierhin transportiert. Er hat die Kataloge gedruckt. Und das ganze Team hat dahinter gestanden, die hatten so einen Spaß und das geht 100% hier zu diesen Vita-Hunden. Ich finde es toll, auch gerade diese jungen Leute, denen es ja wirklich nicht so einfach geht im Leben, die sind alle so positiv und diese Hunde schenken ihnen so viel Kraft und Mut auch, weiter im Leben zu arbeiten, zu studieren und ihren Lebensweg. Eine ganz tolle Idee von dir. Ich habe mich gerade mit einer Mutter unterhalten, die hat auch gesagt, der Sohn, es tut ihm so gut, dieser Hund, der wirkt ganz anders. Ja. Also natürlich. Ganz schöne Idee. Ja, die sind ja nicht mehr alleine dann, ne, die Tiere. Und die Menschen, die Menschen auch. Das ist ja ganz wichtig, ne? Sonst sagte ja der kleine Ben auch, wenn die Mutti wegging, war er traurig, ne? Aber so, er ist ja nicht mehr alleine. Der Hund ist ja bei ihm. Ja, das ist ganz wunderbar. Und die helfen natürlich auch so. Ja. Wir haben gerade gesehen, wie die Jacke ausziehen, wie die den Schlüssel holen, wie die wirklich im Alltag helfen. Und das ist ja nicht einfach, ne? Die Hunde so auszubilden. Ja, und das ist auch teuer. Da kostet ein Hund 25.000 Euro. Jetzt müsst ihr mir mal die Daumen drücken. Also ich hoffe, dass da 100.000 Euro zusammenkommen, dass wir für vier Familien, denen es nicht so gut geht und die auch noch ein Kind haben, das krank ist, dass die so einen Hund hätten. Kennst du die Familien persönlich? Einige kenne ich, ja. Henry hat ja auch Fans, wie der kleine Jakob, der heute aus Köln gekommen ist, zweimal umsteigen. Ne? Wie alt ist jetzt Henry? Henry ist 10, aber der ist mopsfidel. Gott sei Dank! Der ist ja, wird bestens behandelt hier in der LMU, macht jedes Jahr einen Jahrescheck und EKG, alles kriegt er gemacht. 160 Euro. Wissen Sie eigentlich, was ein Hund kostet, bis er das erste Mal mit einem Kind oder einem Partner zusammen? Ich habe 180, 200, 240. 240, 220. Ich gehe mal auf bei 220 hier.